Das Bild habe ich irgendwann mal irgendwo im Internet gesehen, aber es ist in meinem Kopf hängen geblieben und das ist Motivation seit 4 Jahren, mein Gym durchzuziehen. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute sprechen wir über das Thema Fitness bzw. über die Motivation dazu. Ja, viele von uns denken sich, die meisten denken sich, oh, ich hätte gern einen Körper, einen guten Körper, ich würde gern am Strand liegen und würde nicht meine Fettplauze sehen oder ich wäre nicht mehr, gerne nicht mehr so dünn. Oh, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das, bla bla bla. Es bringt euch nichts. Rumheulen bringt nichts. Darüber nachdenken, was man gerne hätte, bringt nichts. Wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr auch dafür arbeiten und das muss euch einfach bewusst werden. Das muss einfach den Leuten bewusst werden, die es noch nicht sehen. Ihr müsst einfach euch ein Ziel setzen und nicht ein Ziel mit, nicht so ein schwammiges Gucken, als ob ihr so in die Ferne guckt und ihr seht irgendwas Verschwommenes. Ja, da könnte ich mal eventuell hingehen, das könnte ich, das wäre cool, ah, das wäre auch cool, oh, so würde ich auch gerne aussehen. Nein, ihr braucht ein Ziel. Guckt euch in euch rein und guckt, was ihr wollt. Guckt euch andere Leute an, guckt, was die haben, guckt, was ihr erreichen wollt, was die haben. Und sagt nicht so, oh ja, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Setzt euch ein festes Ziel. Ich habe in meinem Kopf ein Bild von einem jungen durchtrainierten, es hört sich scheiße an, ich habe aber es ist einfach so. Ich habe in meinem Kopf ein Bild von einem jungen durchtrainierten Magger, der in seinen M4 steigt. Das Bild habe ich irgendwann mal irgendwo im Internet gesehen, aber es ist in meinem Kopf hängen geblieben und das ist Motivation seit 4 Jahren, mein Gym durchzuziehen. Und das ist genau die wichtige Motivation, die ihr auch braucht. Natürlich braucht nicht jeder von euch einen Magger, der in sein M4 steigt. Jeder hat andere Prioritäten, aber ihr müsst ein Ziel haben, auf das ihr hinarbeitet. Weil, was passiert? Okay, wir gehen jetzt, wir denken uns, okay, ja, ich würde gerne ein bisschen trainierter sein. Wir gehen ins Gym einmal die Woche, wir gehen das zweite Mal und denken so, oh, das reicht, jetzt habe ich ein bisschen trainiert, ich wollte ja auch nur ein bisschen, reicht auch. Dann gehe ich wieder die Woche nicht mehr, nächste Woche fängt an. Ja, ich muss ja nur zweimal die Woche, heute ist Montag, gehe ich Donnerstag oder so. Und dann ist Samstag, oh, ich gehe heute. Ja, gut, gehe ich jetzt einmal die Woche, gehe ich nächste Woche dreimal. So funktioniert das nicht. Ihr müsst ein Ziel haben, ihr müsst ein festes Ziel haben, auf das ihr hinausarbeitet. Guckt euch jemanden an, wie der trainiert ist, und dann guckt euch an, wie oft der trainiert. Natürlich müsst ihr nicht das Training eins zu eins übernehmen, aber ihr müsst mindestens eine Struktur an den Tag legen, beziehungsweise in der Woche daran arbeiten, euer Ziel zu erreichen, weil sonst werdet ihr es hundertprozentig nicht erreichen. Und das ist meiner Meinung nach so extrem wichtig, sich ein festes Ziel zu setzen und nicht zu sagen, wischiwaschi, ich würde gerne eventuell so oder so allgemein cool trainiert sein. Ja, das wird aber nichts, wenn man zweimal die Woche ins Gym geht. Die fetten Leute, ihr werdet nicht abnehmen, wenn ihr einmal die Woche ins Gym geht und zweimal die Woche einen Cheat-Day macht, wo ihr euch sonst was reinkippt. So funktioniert das leider nicht. Klar hätten wir das gerne. Wenn es so eine Pille geben würde, schickt mir gerne einen Link. Die will ich gerne zu mir nehmen, aber so funktioniert das nicht. Man muss arbeiten, um das zu erreichen, was man erreichen will. Und das hat auch jetzt nicht nur was mit Fitness zu tun, das ist überall im Leben. Oh, ich hätte gern mehr Geld, aber sparen, da sehe ich mich nicht. Ich hätte gern mehr Kohle am Monatsende, ich hätte gern Kohle am Monatsanfang, aber rauchen? Ja, da sehe ich mich. 300, 400 € für Kippen ausgeben, da sehe ich mich. Und das Beste ist immer noch die Logik von den Leuten, die sagen, ah, okay, ich gehe einkaufen. Cool, ich habe mir ein Handy gekauft, das hat 800 € gekostet. Ich habe es reduziert bekommen, nur für 600. Jetzt habe ich noch 200 € über. Was kaufe ich denn da jetzt für einen sinnlosen Scheiß? Da kaufe ich mir eine Hülle. Ich brauchte eine, die kostet 50 €. Kaufe ich mir eine, die kostet 100 €. Und dann brauche ich noch Panzerglas. Kann ich auch das teurere nehmen, weil ich habe jetzt 200 € gespart. Das ist Bullshit. Diese Denkensart, die macht uns kaputt. Das ist genauso die gleiche Denkensart. Okay, ich habe heute hart trainiert und gestern habe ich hart trainiert. Dann kann ich heute ja mal richtig fett fressen. Das bringt nichts. Natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du eine tolle Sache getan, aber hast sie mit der nächsten Sache direkt wieder versaut. Und wir brauchen einfach Ziele, wo wir dann arbeiten. Weil diese Leute, die wir uns dann als Ziel nehmen, beziehungsweise dieses Bild, was sie, dieses Mindset, was wir dann im Kopf haben, wenn wir das als Ziel haben, das führen wir uns jedes Mal wieder vor Augen. Und dann sagen wir, Moment, ich habe 200 € gespart, investiere ich die 200 € jetzt in unnötigen Scheiß? Nee, mache ich nicht. Ich kaufe mir für 50 €, da kaufe ich mir ein Handy, ein Panzerglas und sonst was für und das reicht. Und die 150 €, die verballere ich nicht, die lege ich nicht irgendwo in der Ecke, die lege ich auch ordentlich an, die lege ich mir zur Seite und verballere die dann nicht für unnötigen Scheiß. Genauso, sag mal nicht, ich gehe dreimal die Woche ins Gym, dann kann ich zweimal die Woche richtig fett fressen, bin immer noch einmal die Woche im Gym gewesen. Wenn man das runterrechnet, so funktioniert es einfach nicht. Ihr müsst ein Ziel haben und ihr müsst daran arbeiten.
und ihr müsst fokussiert an diesem Ziel bleiben. Natürlich, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, sich durchzusetzen. Es ist nicht einfach, die Woche dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal ins Gym zu gehen. Es ist auch nicht einfach, immer gesund zu essen. Habe ich auch, da wird euch niemand, der in seinem Leben was erreicht hat, wird euch sagen, es ist einfach. Außer die Leute, die euch im Internet sagen, jo, so verdient man in 6 Stunden 24 Millionen Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr solchen Leuten glaubt, dann geht auf deren Kanal, dann werdet ihr das ausprobieren, dann werdet ihr 2 Stunden an eurem Tag daran sitzen, werdet merken, es bringt überhaupt nichts und hört wieder auf mit der Scheiße. Was habt ihr dann gemacht? Ihr habt euch ein unnötiges Video angeguckt, ihr habt 2 Stunden eure Lebenszeit verschwendet, dann regt ihr euch noch 3 Stunden darüber auf und dann habt ihr den Tag nichts geschafft. Anstatt diesen Tag 2 Stunden sinnvoll ins Gym zu gehen oder 2 Stunden euch über eure Finanzen im Klaren zu sein, oder euch 2 Stunden in der Persönlichkeit zu entwickeln, damit ihr auch was für euch selber tut, weil so eine Scheiße sich anzugucken, das bringt nichts. Ihr müsst selber handeln, ihr müsst euch ein Ziel setzen, ihr müsst euch daran setzen und ihr müsst dafür arbeiten, weil alles andere bringt nichts. Und jeder, der was erreicht hat, wird euch genau das Gleiche sagen, es bringt nichts, nur rumzuheulen. Setzt euch ein Ziel, arbeitet daran und jedes Mal, wenn euer innerer Schweinehund sagt, ja, jetzt würde ich aber gerne Pizza essen, dann denkt ihr an euer Ziel, weil es bringt nichts, euch selber zu verarschen. Das machen alle jungen Leute, das machen die meisten jungen Leute. Also ich sag jetzt mal alle, weil ich habe mich selber verarscht. Man verarscht sich selber, man spielt sich selber etwas vor. Man sagt, um seine innere Ruhe wiederzufinden, redet man sich selber irgendwelche Sachen ein, die überhaupt keinen Sinn machen, die einfach nur Bullshit sind, aber die hören sich dann schön für einen an. Okay, ich war heute 8 Stunden in der Schule, dann kann ich den restlichen Tag eigentlich zocken. Ja, bringt dir das was? Nö. Wirst du dann später mehr verdienen, dann bringt dir diese ganze Schule nicht wirklich was, weil danach machst du deine Ausbildung und gut ist. Wofür gehst du dann 12 Jahre zur Schule? Kannst auch nur 9 Jahre Hauptschule machen, kannst dann aufhören, kannst dir einen Job suchen, kannst für 1500 Euro im Monat arbeiten gehen und gut ist. Dann spart ihr euch den ganzen Scheiß, dann könnt ihr den ganzen Tag zocken. Aber ihr könnt euch keine PlayStation leisten, weil ihr kein Geld dafür habt. Also Leute, wenn ihr ein Ziel habt, beziehungsweise wenn ihr mit dem Sport anfangen wollt, setzt euch ein Ziel, führt euch dieses Ziel im Kopf, schreibt es auf, schreibt es am besten, das machen jetzt die wenigsten, ich weiß es selber, aber am besten wäre es, sich dieses Ziel aufzuschreiben, nehmt das im Handy als Hintergrund, packt euch das in euer Badezimmer, wo ihr hoffentlich jeden Morgen und jeden Abend eure Zähne putzt und an eure Zimmertür, weil das sind die Punkte, wo ihr am öftesten vorbeigeht und jedes Mal werdet ihr euch dieses Ziel angucken. Es kann ein Spruch sein, es kann auch teilweise nur ein Wort sein oder ein Bild. Dass ihr dieses Bild immer wieder im Kopf habt, motiviert euch immer wieder selber. Denkt euch immer wieder, denkt immer daran, wofür ihr steht, wofür ihr arbeitet und woran ihr arbeitet. Weil ohne Scheiß, dann investiert ihr 2 Wochen, geht regelmäßig ins Gym, ihr seht kaum Erfolge und quittet. Dann habt ihr wieder 2 Stunden, beziehungsweise 2 Stunden mal 2 Wochen, je nachdem wie oft ihr ins Gym geht, eurer Lebenszeit verschwendet für nichts. Dann fangt ihr wieder ein neues Projekt an. Dann sucht ihr euch wieder 5 Tage lang raus, wie man viel Geld im Internet verdient, merkt, das ist wieder Bullshit, denkt, okay, ich fange mit Snowboarden, das bringt nichts. Und dann habt ihr im Endeffekt eine Menge verschwendeter Zeit, ohne daran zu arbeiten. Setzt euch ein Ziel, guckt, wie ihr das umsetzen könnt, arbeitet daran und bleibt dran und hört nicht auf damit. Vor allem nicht so ein Ziel wie Fitness. Ich meine, Jungs und Mädels, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das Einzige, was wir in unserem Leben 100% selber beeinflussen können. Wir können nicht beeinflussen, aus was wir im Umfeld für kommen. Wir können nicht genau beeinflussen, was wir für Freunde haben. Wobei Freunde natürlich schon, aber ich meine jetzt so das Umfeld kann man nicht immer beeinflussen. Ich kann nicht unbedingt meine finanzielle Lage als junger Mensch beeinflussen, wie viel Geld meine Eltern haben und und. Ich kann nicht beeinflussen, wo ich wohne. Ich kann die äußeren Einflüsse über alles nicht beeinflussen, aber ich kann mich selber beeinflussen. Ich kann meine Selbstdisziplin schärfen. Ich kann selber ins Fitnessstudio gehen und dann schafft ihr auch alles, was ihr wollt. Also setzt euch ein Ziel, arbeitet verdammt nochmal dafür und dann werdet ihr es auch erreichen. Das war's von mir. Falls euch weitere Videos wollt, könnt ihr hier kostenlos abonnieren. Falls nicht, wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß und einen schönen Tag, wenn ihr abonniert. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute, euer Robin HD-Kanal.